deine Jeansjacke ist dir zu langweilig geworden, dann habe ich hier eine coole, einfache Upcycling-Idee für dich. Wir beginnen damit und trennen die Ärmel ab. Aber Achtung, mach das nicht mit zu viel Gewalt, weil sonst passiert das hier. Was ich aus Wut danach gesagt habe, zeige ich mal lieber nicht. Der Zwischenstand? Wenn dir die Weste so gefällt, kannst du es so belassen oder du schaust, ob du genug Stoff hast und die Jacke einmal um deinen Körper wickeln kannst, weil dieser Schritt ist nicht rückgängig. Du schneidest es über der Tasche ab und das gleiche auch von der Rückseite. Die vordere Leiste wird zusammengeknöpft. Ich bin übrigens Christine und liked das Video, wenn es euch gefällt, damit ich weiß, ob ihr überhaupt sowas sehen wollt. Auf links gedreht zieht man es an und da, wo die Ärmel waren, diese Teile steckt man zusammen mit Klammern auf beiden Seiten gleichermaßen und näht es hier zusammen. Damit es auch an der oberen Kante vernäht ist, klappt man es zusammen und näht es hier entlang. Und fertig ist der tolle Jeansrock. Man braucht vielleicht 2 Stunden, speichert euch die Idee ab und weitere Upcycling-Ideen kommen von mir, deswegen folgt mir gerne.